Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu DuckTales. Wir versuchen es immer noch am Amazonas, da bleibe ich jetzt auch bei. Ich überspringe mal die ganzen Cutscenes hier. Ja, das Spiel ist nicht ganz einfach. In der letzten Folge nur rumgefailt und ich hoffe, das wird jetzt besser. Ich habe offscreen ein bisschen geübt und weiß jetzt so ein bisschen, wo man hier lang muss oder lang kann. Und aber ich habe das Level nicht zu Ende gespielt oder so. Okay, dann zack, zack. So. Ich muss lustig wie die Affen schreien. Genau, wir können hier an dieser Liane nach unten. Wenn man nämlich auf Start drückt, dann sieht man die Übersichtskarte und wir müssen ja diese Münzen sammeln und jeder dieser Punkte ist so eine Münze. Zack. So. Und hier haben wir schon mal die nächste. Well. Hauen wir mal weg. Okay, immerhin das schon mal geschafft. Och, das gibt's doch nicht. Und ja, und wie soll man das schaffen? Was habe ich eigentlich die Münze? Aber ich werde jetzt wahrscheinlich beim Rückblick sterben. Ja, also ich weiß nicht, wie man, keine Ahnung, tiefer springt oder die Sprünge halt so, keine Ahnung. Weil wenn man hier diesen Pogo Jump benutzt, dann springt er halt auch immer so hoch. Genau, hier muss man noch hoch, das sind auch eine Münze. Dass man ja oben diese Spinnen halt wieder trifft und zwar so trifft, dass die einen selber treffen. Aber gut. Muss man mit klarkommen. So, dann springen wir die noch weg. Nein, die Edelsteine. Ach nö. Ach. Das ist doch doof. Look at this. An ancient coin with the image of a siren. Ja. So, dann gehen wir hier noch hoch, da gab es noch Edelsteine. So, zack, zack. Ich glaube, dass die Gegner auch einfach immer wieder kommen, ne? Naja gut, das war, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es im Originalspiel auch so war. Von daher muss ich damit leben und klarkommen. So, genau, dann war hier unten noch eine Münze. Und da müssten sie das jetzt auch alle gewesen sein. Ich gucke auch jetzt auf die Karte. Ja, gut, okay, die eine da oben noch, aber da müssen wir jetzt eh hin. So. So. Na. Hey. Mädelscheine. Dein Herz. Und die letzte Münze. Ja. So. Man kommt jetzt damit weiter. Oh. Ah, jetzt habe ich die Sequenz abgebrochen. Das tut mir wirklich leid. Ja, also man muss die Münzen halt in dieses Ding da einsetzen und das hat halt diese Statue da, dieses Lichtstrahlen aus den Augen schießt oder diese Statuen hervorgerufen und ja, die führen uns den Weg zum Tempel, wo wir den Inka-Schatz finden. Ah, nein. Okay, na gut, das habe ich zwar
den Edelstein bekommen, aber dafür auch müssen wir uns an Lebensenergie gelassen. Ja, wir sind auf jeden Fall da. Beim Tempel. Das breche ich jetzt nicht ab. Woohoo! I did it! I found a legendary temple of Manco Capquack. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on, and with a little luck, that scepter will be mine in no time. So, gehen wir mal in den Tempel. Ja, hier sieht schon ein bisschen anders aus. So. Hallo. Oh ne, hier kann man nicht. Okay. Dann. Nein! Ah. Habe schon wieder ein Herz gelassen dafür. Und da ist eine Schlinge. Okay. Ah, scheiße, jetzt habe ich die Kiste da verpasst. Das ist doof. So. Auf jeden Fall ist es cool, dass man die Level auch so ein bisschen ja, erkunden kann. Also es gibt ja so optionale Wege. Oh, was haben wir hier? Why are you here, Mrs. Beakley? I'm just making sure you stick to your diet, Mr. McDuck. Yay, Essen. Boah, das sind die Ente da. Ist das ein Leben? Gold, Mrs. Beakley. If you'll pardon the expression. Of course, but I'll find my own way out. Thank you very much. Hey, das ist ein Leben. Das ist cool. Ja, wenn ich jetzt nicht so Noob wäre und ja, schon das eine Leben verloren hätte, hätte ich jetzt drei. Ah, scheiße. Aber naja, so hat man wieder zwei. Auch nicht schlecht. Sag ich zumindest nicht nein zu. So, einfach weil es kann. Scheiß Spinnen. Hoch, rechts geht es anscheinend nicht weiter. Hey, ein Herz. Okay. Ein Stein war wohl nichts. Dann geht der jetzt hier. Wow! Hilfe! Nein! Nein, 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 ach! Okay, links war hier ein Herz drin. Lauf, 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 Dagobert! Wow! Puh! Ach nö, nicht schon wieder so eine. Ach nö, ich hasse diese Pflanzen. Nösen. Ach nö. Okay, die ging schon mal. Komm, Kopf runter. Zieh den Kopf ein. Los. Yes. Ohne Energieverlust dadurch. Das ist schon mal gut. Ach, ist doch scheiße alles. Oh, wenn ihr jetzt mein Handy gehört habt, ja, das ist gedüngelt. Das bauen wir wieder an. Ah, nein. Moment, so, so. Ah, cool. Ein Herz, das nehmen wir immer gerne mit. Und, ja. Schauen wir mal. Zack, zack. Ja, cool, hier sind noch Edelsteine. Ah, ja! There it is, the King's Scepter. Well, oh, this was easier to find than a penny in a pocket. Also, ich fand es nicht so einfach, Dagobert. Wow. Okay, anscheinend gibt es hier wieder einen Bossfight. Catch me, Kilt! What was that? Okay. Puh. Da muss man echt aufpassen. Nein. Oh, scheiße. Okay, was macht er jetzt? Okay, 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 okay. Ich hab's verstanden. Hammer. Ja.
Okay, dann hier am Ende bleiben und wahrscheinlich macht das gleich nochmal jetzt in eine andere Richtung. Ja, okay. War dann wohl zu langweilig. Blöde Inka-Statue. Nein! Wow. Okay. Okay, okay. Davon nochmal machen. Nein. Okay. Zack. Ja, ich bin mal gespannt, wie oft man dem jetzt auf den Kopf springen muss. Och, Kinners. Ja, sicher. Guck mal, ein blöder Boss. Ah, schön. Ja. Cool. Wahrscheinlich darf ich das Level gleich wieder von vorne anfangen. Okay. Also muss der nochmal dreimal, dann hopst der wohl da wieder auf seinen Schädel. Wow, wow, wow. So. Nein. Wow, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war richtig knapp. Okay. Puh. Ja. Hat auf jeden Fall schon eine gute Delle, der Gute. Und jetzt habe ich die nächste. Jetzt müssen wir das Ganze hier nochmal machen. Boah, boah, boah. Boah. Puh. Okay. Ja, ist gut, ist gut. Alter, übertreib mal nicht. Ich bin doch nur ein alter Erpel. Ey. Ja, ich nehme an, dass wir das noch ein paar Mal machen müssen. Wow, wow, wow. Hammer. Aber ich finde es cool, dass es so Bosskämpfe gibt. Sowas liebe ich ja an Spielen, wenn es einfach so Bosse gibt. Einfach so, so die Gegner, wenn du so weißt, wenn du die besiegt hast. Bam. Deswegen liebe ich auch Dark Souls so. Ja. Okay, noch einmal. Yes! Ich habe den Boss geschafft. Das gibt es nicht. Das ist doch toll. Yay! Hurry, Mr. McTee! This place has fallen to pieces! No! I'm not leaving without that scepter! Ja, Get us out of here, Launchpad! Ja, wie das immer so ist, I cannot believe we came all this way for nothing! Oh. What's the meaning of this? Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. Oh, yeah. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary, feathered one. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing. Hey, Mr. McDee? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan King! Yay. It is yours. Take it and go in peace. Ja, das machen wir doch. Ah, haben wir den ersten Schatz geschafft, das erste Level geschafft. After all, it was just the old King's back scratcher. Level abgeschlossen. Ja, das ist cool. Und ja, mal gucken. Way. Was gesammelt? Zepter des Inka-Königs, 1 Million Dollar. Schwierigkeitsgrad-Modifikator, okay. Also sind das so Highscore, also das Geld ist dieser Highscore. Wahrscheinlich füllt das auch noch den Geldspeicher auf, könnte ich mir vorstellen, dass der Geldspeicher, also der Wasserstand, sag ich jetzt mal, im Geldspeicher mal höher wird. Ja.
The scepter of the Incan King. I tell you, boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Yay! Okay. Ja, an dieser Stelle mache ich eigentlich mal einen Cut, weil man, glaube ich, also ich wollte die Parts eigentlich immer so 20 Minuten machen, aber ich glaube, in 5 Minuten schafft man kein ganzes Level mehr und dann mache ich jetzt hier einen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei DuckTales.